Hallo zusammen, ich bin Benno hier und willkommen zu meiner zweiten Runde von DLC Quest. Ja, beim letzten Mal habe ich die normale DLC Quest Kampagne gespielt und dieses Mal mache ich die zweite Kampagne Live Freemium or Die. Das soll so eine Art Anspielung sein auf dieses Premium System, was viele Free-to-Play-Spiele haben. Aber gut, starten wir mal die Kampagne. Ich habe diese Kampagne zwar mal offscreen gespielt einmal, aber das ist jetzt schon etwas länger her, deswegen könnte man sagen, es ist ein Semi-Blind, was ich hier mache. Also ich habe die Awards, die Achievements zurückgesetzt und wir werden jetzt hier im Verlauf der Kampagne alle versuchen, alle 10 freizuschalten. Also gut, starten wir mal. Okay, willkommen zur DLC-Quest. Lebe Freemium oder stirb. Dankeschön für das Kaufen der Game of the Year Edition. Kennt man ja auch bei vielen Spielen, zum Beispiel Oblivion. Ja. Dir wurde früher Zugang zu folgenden Fähigkeiten gewährt: Springen und Bewegen, Audio, Animation und Pause. Viel Spaß. Okay, dann legen wir doch mal los. Ja. Wir können uns bewegen. Jetzt muss ich mich nur mal kurz an die Steuerung erinnern. Ach ja, mit Z springt man. So, und es geht los. Wie in der anderen Kampagne. Kurze Zwischenfrequenz. Mister, Sie müssen uns helfen. Ja, das tun wir doch gerne, oder? Was ist das Problem? Was ist das Problem? Irgendwas hat die Dorfbewohner in der Nacht angegriffen. Kommen Sie, folgen Sie mir. Lass uns das tun. Warte nicht so schnell. Und tot ist er. Ja. Nein. Wie viele müssen sterben, um mir Spielemechaniken beizubringen? Ja. Das kennt man ja sicherlich aus anderen Plattformen. Wie macht man sie schwerer? Man baut Stacheln ein. Ja, über die springen wir aber mal drüber. So, wir wollen gleich mal das erste Achievement freischalten, und zwar das Cheat Achievement. Mal sehen, ob ich es schnell genug hinkriege. Das war, glaube ich, hoch, runter, runter, links, rechts, A, B. Nein. Hoch, runter, runter, rechts, links, A, B. Oder war es hoch, runter, links, rechts, A, B? Naja, ich probiere es nachher nochmal. Auf jeden Fall, es gibt auf jeden Fall schon mal ein Achievement, wenn man den Sega Universal Cheat versucht zu benutzen. Also, ja. Hier haben wir schon mal gleich das erste versteckte DLC-Partikel. Für alle, die... Naja, okay, ich glaube schon, dass alle von euch erstmal bei den ersten vier Videos ansehen von der ersten Kampagne, aber ich erkläre es noch mal gern. Und zwar die Hauptsubstanz des Spiels ist es, dass wir Münzen sammeln und uns davon DLCs kaufen, um das Spiel besser zu machen. Und hier haben wir Grabsteine, die wir untersuchen können. Hier liegt der Schäfer. Hüter der Schafe, Verteidiger der Wiesen, erster, der von den Kreaturen getötet wurde. Ja. Und wer liegt hier? Hier liegt der Dorfbewohner John, getötet bei den Kreaturen, hat viel geredet. Naja, er hat nicht wirklich aufgepasst. Und hier liegt Villager Rein. Er hat versucht, die Kreaturen zu vernichten, aber ist durch Fallschaden oder anderen blödsinnigen Schaden gestorben. Na gut. Und hier haben wir... Ja. Okay, du hast es wohl kapiert, dass hier ziemlich viele gestorben sind. Jupp. Deswegen gehen wir gleich mal weiter. Und springen. Oh Gott, ein Ladebalken. Hier runter. Okay. Und wir haben schon wieder ein neues DLC freigeschalten, den Tag 1 Patch. Und noch ein neues DLC, die Checkpoints. Und zwar dieses Ding hier ist ein Checkpoint.
werden wir nachher noch brauchen, werdet ihr sehen warum. Aber auf jeden Fall, das mit diesem Tag 1 Patch, das ist auch so ein Klischee. Da kommen Spiele raus und da kommt gleich am ersten Tag sogar gleich ein Patch dafür. Ein gutes Beispiel war zum Beispiel Stronghold 2, da ist gleich eine Patch-CD mit dabei gewesen. Ja, und wir sind jetzt im Dorf angekommen. Beziehungsweise im nicht vorhandenen Dorf. Ich sammle jetzt erstmal die Münzen ein, bevor ich mit den Dorfbewohnern rede. Und suche mir kurz den Händler. Der müsste, glaube ich, ja genau, der ist hier unten. Hallo Spieler. Hier um den Tag wieder zu retten. Ja, du weißt, wie es läuft. Kaufe DLCs. Okay, die sind alle drei billig, deswegen kaufen wir auf jeden Fall mal den Tag 1 Patch und den Checkpoint. Ach, und Partikel können wir uns auch kaufen. So. Und wieder raus hier. Gut. Jetzt haben wir eine super tolle Staubwolke hinter uns. Das ist das ganze Partikelpack. Aber jetzt können wir wenigstens hier die tollen Checkpoints aktivieren. Also, dann reden wir mal mit den Dorfbewohnern. Arbeiten wir uns von unten nach oben. Erstmal mit diesem hier. Lamp. Es ist gefährlich, alleine zu gehen. Nimm das. Das ist auch so ein Joke, den man aus Legend of Zelda kennt. Da haben sie auch alles Mögliche draus gemacht. Zum Beispiel, don't go solo, take a Wookie with you, falls ihr das kennt. Naja. Also, was nehmen? Du hast mir nichts gegeben. Oh, ich hab nur einen Witz erzählt. Ich bin Lamp, der Dorftrottel. Das ist kein Witz. Du wiederholst nur Sachen, die du gehört hast und blinst die Witze. Es gibt eine Menge zu lachen. Du bist der Dritte, der das denkt. Okay, wir können weiter mit ihm reden. Ein Fass rollt, haha. Redest du mit mir? Garantiert. Alle deine Lacher gehören mir. Ich wette mit dir, die Hälfte der Leute sind zu jung, um das hier zu verstehen. Warum heißt du eigentlich Lamp? Meine Freunde haben mir diesen Spitznamen gegeben. Ich liebe Lämmer. Ah ja. So, das hat nichts mit Lampshading zu tun. Ich habe keine Ahnung, worüber du redest. Kann das warten? Ich bin in der Mitte von ein paar Kalibrationen. Ja. Dein Material braucht dringend Arbeit. Also entschuldige mich, Spieler. Ja, ich habe selber langsam keine Ahnung mehr, was der redet. Hey, hast du ja über den Kuchen gehört? Der Kuchen ist eine Lüge. Welcher Kuchen? Ja, der Kuchen. Oh no, no. Nein. Ja, der Kuchen ist eine Lüge. Und ich hasse dich. Schließ alles ab, der Gewinner bist du. Was für eine schreckliche Nacht zum Verfluchen. Was? Nun machst du keinen Sinn mehr. Hey, ich habe niemals danach gefragt. I am Error. I am Error. Ja, jetzt haben wir ihn. Jetzt haben wir ihn abgeschmiert. Jetzt haben und haben damit ein kleines Geheimnis irgendwo freigeschaltet. Mal sehen, ob ich das noch finde. Ich bin der Geschichtensammler der Stadt. Ich habe die Zensur. Ach nee, ich mache die Zählungen, so meint er das. Und das ist seitdem Leute umgebracht worden sind, ein bisschen einfacher, weil er nicht mehr so viele Leute zum Zählen hat. Ja. Ja, Silberlinien, richtig. Wusstest du, dass 75% der Leute aus dem United Kingdom sind?
Und 75% und mehr haben von diesem Spiel spielt im United Kingdom. Das sind wirklich seltsame Sachen, die ich nicht wissen will. Das ist für Steuer-Dinge. Ja, und er sagt eigentlich immer das Gleiche. Okay. Die Leute in diesem Dorf sind sehr verwirrend. Aber gut. Na gut, dann springen wir mal hier weiter hoch und gucken uns weiter um. Ich bin der Älteste dieser Stadt. Gut, ich war auf der Suche nach dem, der hier das Sagen hat. Ich habe hier nicht das Sagen. Aber du bist der Älteste des Dorfes. Ist das nicht, wie es funktioniert? Ich bin verdammt senil. Die lassen mich nicht mal meine eigenen Schuhe zu binden. Wie bin ich hierher gekommen? Okay, das ist genug. Ich gehe. Okay, der sagt auch nur dasselbe nochmal. Manche Dorfbewohner sagen ein bisschen mehr, wenn man mit ihnen mehrmals spricht, so wie Geil zum Beispiel. Ich bin der, ich bin der Typ, der eigentlich Bürgermeister ist und ich habe Erfahrung, aber ich lerne immer noch dazu und ich bin der, der das Sagen hat. Ja, das macht einen Haufen Sinn, eigentlich nicht. Kannst du mir sagen, was hier vorgeht? Ich habe gehört, das Dorf ist in Gefahr. Ja, eigentlich nicht. Ich meine, ja, das Dorf ist in Gefahr, aber nein, ich kann es dir nicht sagen. Warum nicht? Du musst mir erst etwas zurückbringen, bevor ich es dir sagen kann. Was? Deine Stadt ist in Gefahr und du schindest Zeit? Ich kann dir nicht sagen, wie wichtig dieses Paket ist. Finde es in der Höhle im Osten. Super. Okay, der sagt nochmal dasselbe. Also im Osten. Nein, da muss ich in die Richtung. Und an die komme ich noch nicht dran. Und hier ist noch einer. Okay, mit dem hätte ich zuerst sprechen müssen. Der hatte nämlich dann eine unsichtbare Mauer gehabt. Aber für diejenigen, ich habe das diese Kampagne schon mal in meinem letzten Durchspielen mal kurz angezockt, nachdem ich die erste durchgezockt habe. Wow, ich habe das sehr wichtige Pack gekriegt. Dann gehe ich ja gleich mal zum DLC-Heidi und kaufe es mir. Das brauche ich unbedingt. Oder auch nicht. Ja. Ja. Das macht mich sehr wichtig, wenn ich das richtig verstehe. Ja. Auch gut. Nein, ich brauche jetzt nichts mehr. Im Augenblick nichts mehr von dir. Ich will hier hochhüpfen. Jetzt müsste ich wichtig genug sein für den Bürgermeister, dass er mit mir sprechen möchte.